Servus Leute, heute habe ich einen actiongeladenen Raid auf Customs und zwar war ich mit der Vector in 9mm unterwegs, das Ganze mit PvP-Armor. Die kann ich seit neuestem in Massen kaufen, wegen dem Boss-Event habe ich die Quest erledigt und seitdem kann man PvP kaufen. Das heißt, die Vector ist da wieder viable und hat sich von ja, ihrer besten Seite präsentiert. Es war wirklich viel los, da ist immer noch ja, das Bloodhound-Gefarme im vollen Gange für die aktuelle oder die Event-Quest vom letzten Wochenende, um BP-Ammo freizuschalten. Und ja, man trifft sehr viele Spieler und es ging wirklich zur Sache. Ich will's nicht vorwegnehmen. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, wir haben jetzt natürlich nicht die beste Range-Waffe, so viel ist mal sicher. So, Steini. Mit einem der nächsten großen Updates, ne? Könnte schon bald der Fall sein, um ehrlich zu sein. Ja, Customs ist auch immer so die erste Standard-Map, ne? Customs auch mega nice. Hey, Professore, servus. Oben rechts ist die Tür auf. Ja, okay.
Okay. Brrrt. Das muss der Sniper-Scare, vor dem die Angst hatten, ne? Scheiße, mein Essen geht auf 11 runter. Essen auf Null. Scheiße. Oh shit, das sind die Typen. Der Swift. Privet. Double, vielen Dank für den Follow, willkommen. Ich kann ihn nicht rauspicken, der hockt hier irgendwo links. Vector, Kektor, meine Freunde. So. Ja, konnte ich jetzt gerade nicht viel sagen. Ich war fokussiert. Geblendet davon, wie viele Leute da kamen. In der Zone, ja. Scheiße, aber wir machen das jetzt hier. Ich finde hier was zu essen.
In dem Saftladen. Ey, wo sie auch auf einmal alle herkamen, ey. Ich weiß auch nicht, wer da die ganze Zeit sniped. Mal ganz ehrlich. Da war irgendwo ein Nest, ja. Ihr sagt's. Der eine, der hinten in die Garage reingepiekt hat und sich den Headshot gefangen hat, der ist wettend glücklich. So, 8 noch auf der Weste. Da kommt übrigens noch hinten an der Crossroads. Habe ich einen schießen hören, der wird wahrscheinlich da rausgehen, anstatt dass der da irgendwas anderes macht, denke ich. Unity Engine für Dummies, ja, liegt hier. Zweimal sogar. Vor absolut Beginners. Oder? How to teach quantum physics to your dog. Gamers that can... Was? Gamers that can... with your pussy. Alright. Reichhaltige Bibliothek, da. Da. Games you can play with your pussy. Ach, wundervoll. So. Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erklären? Hier gibt es jetzt nichts zu essen, ey. Komm schon. Jawohl, Cornflakes. Und was zu trinken. Das wäre der Knüller. Cornflakes und was zu trinken. Nein. Wir hauen uns die Cornflakes rein. Doch. Siri, danke für die 200. Achso, ich muss noch Ammo nachklippen, ne? Shit. Thank you. Thank you. Scarface, danke für die 200, danke für das Thank you. Neue Armor, maybe, aber die hat gute Dienste geleistet. Die Map ist jetzt eh leer, alle durchgerusht. Wie weiß ich jetzt, dass niemand meinen Kill lootet? Da achte ich gerade nicht drauf. Ich habe anderes im Sinn. Ich sag irgendwas. Mein Kill juckt mich im Moment echt gar nicht. In den Leichen gibt's Happa Happa. Hoffe ich auch, ja. Ey, der Sniper-Scaff da oben macht aber echt Party, ne? Schießt der schon wieder auf mich? Der hat mich gut gewarnt. Er hat auch wieder auf irgendwen geschossen. Na, der hier hat sich sowas von eingefangen, ey. Holy shit.
Er freut sich, wer. Naja, so schaust du aus. Irgendwas hat die gesteppt. Hier ist auf jeden Fall jemand. No, ich wusste, er ist da. Das sind nochmal drei. What? Ich hab ihn gehört. Ich wusste, er ist da. No, wieso peek ich so scheiße? No. Ey, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hätte ich die anderen drei noch geholt, wären es 10 gewesen. No, das war schlecht. Ich hätte ihn haben müssen. Ich bin im Rechtspeak und peek nicht richtig. Ich wusste, er ist da. Ich wusste, er ist da. Ohne Scheiß. Oh, das hätten 10 Kills sein können. Fuck. War trotzdem eine gute Runde. Ja, das ist immer so. 1000 Kills und dann hocken halt die letzten irgendwo. Und da kommen halt echt, das waren nochmal Spieler. Wären die jetzt nicht gekommen, hätte ich den anderen da vernünftig suchen können. Aber es ist halt so. Naja, kannst nichts machen. Der bessere Spieler hockt in der Ecke.